Hallo, ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut durch die heißen Tage gekommen. Also, wenn das Video veröffentlicht wird, sind die hoffentlich vorbei. Jetzt gerade dauern sie noch an. Entsprechend verschwitzt sehe ich aus. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt durch. Es ist unglaublich warm draußen und es ist auch unglaublich warm in meiner Wohnung. Ihr wisst es, ich wohne im Dachgeschoss. Das Gemäuer hat sich ordentlich aufgeheizt und ja, es ist warm. Nichtsdestotrotz habe ich hier ein kleines Mini-Video für euch, denn ich habe ein Ü-Paket bekommen und das möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe auch schon reingeguckt, es ist kein First Sniff, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal. Da war zum einen hier eine Karte. Einmal Luft mit so süßen Fröschen. Das Paket ist übrigens von der lieben Susanne und sie hat geschrieben, dass sie mir schickt einiges zum Testen, einiges an Nachschub von Düften, die bei mir im Juli leer gegangen sind. Die hat sie im Aufgebraucht-Video gesehen und auch noch was komplett Neues. Ja, und ich weiß jetzt schon, also ich habe ja wie gesagt schon reingeschaut und an einen geschnuppert, dass mir das auch alles super gut gefällt. Ich habe erstmal bekommen noch als Goodie, sag ich mal, ein Wax-Liner. Ich habe die Teilchen noch nie benutzt, doch das erste Mal. Und eine Sensi-Handcreme in Coconut Daiquiri. Das ist der Duft mit Banane und mit Kokosnuss. Und ja, das ist ein schöner, cremiger Duft. Richtig sommerlich. Dafür schon mal vielen lieben Dank, liebe Susanne. Dann waren da auch noch zwei so Schokoladenriegel von Lindt in Salted Caramel. Einen davon habe ich bereits gegessen und der zweite liegt im Kühlschrank. Also bei uns geht Schokolade grundsätzlich in den Kühlschrank und jetzt die Tage hätte es, selbst wenn wir es nicht schon immer machen würden, hätte es sein gemusst, denn die Schokolade wäre hier weggeschmolzen. Ja, so, ich nehme mal, das sind hier drei Beutelchen. Einmal das Neue, einmal das, was mir leer gegangen ist und ich sehr gerne mag und einmal Sachen zum Testen. Womit fangen wir an? Vielleicht mit dem Highlight oder für mich war es das erste Highlight, es sind alles Highlights. Drei Düfte, die mir leer gegangen sind im letzten, zum Teil glaube ich sogar auch im vorletzten Monat. Ich habe die euch gezeigt in meinem Aufgebraucht-Video und habe gesagt, dass ich die komplett gefeiert habe und von allen dreien nichts mehr habe. Und jetzt habe ich Nachschub. Da ist einmal von Sensi der Pineapple Dragon Fruit. Ein komplettes Bar. Und er ist noch nicht offen, aber man riecht es durch. Der riecht so schön. Ich bin kein großer Ananasfreund, aber hier finde ich es toll mit der Dragon Fruit zusammen. Ich liebe diese Dragon Fruit Note. Es ist einfach ein unglaublich schöner, fruchtiger Duft. Genau. Und da freue ich mich so sehr drüber. Und direkt noch ein Ananasduft. Wie gesagt, ich bin sonst gar nicht so für Ananas, außer bei Pina Colada. Aber auch den habe ich unglaublich gefeiert. Von Better Homes and Gardens, den White Tahitian Woods. Da steht drauf, Bergamot Waters, White Pineapple, Sea Salt, Coconut, Birch Leaves, Lavender, Sandalwood, Teak und Cedarwood. Und auch das war komplett voll. Ich habe aber tatsächlich gestern zwei Stücke in die Lampe geworfen, weil ich es nicht abwarten konnte. Also das Päckchen ist schon ein paar Tage hier. Es war mir nur bisher zu heiß zum Abdrehen. Und er passte so gut. Und ja, das ist einfach ein super schöner Duft. Er hat was Zitrisches. Man riecht die Ananas. Er hat was salzig, aquatisches. Er wird parfümig, wenn er warm ist. Es ist für mich einfach nur ein wunderschöner Duft. Kalt riecht er gar nicht so besonders, aber warm ist das ein Träumchen. Ich liebe diesen Duft. Ja, oh, mir läuft der Schweiß hier runter. Ich glänze bestimmt wie verrückt. Jetzt beschlägt die Brille. Ja, wie gesagt, da müssen wir durch. Der Sommer ist ja bald geschafft. Und von Goose Creek, das ist der dritte von den Düften, die mir besonders gut gefallen hatten und die bei mir leer gegangen sind, das ist der Emerald Palm.
Ach, ist das ein schöner Duft. Der riecht grün, aber auch süßlich. Und auch der ist warm, ist so toll. Und ich freue mich jetzt, dass ich hier diese drei Schätzchen wieder habe. Vielen Dank, liebe Susanne. Also, als das Paket ankam, ich habe sowieso, glaube ich, den ganzen Tag gestrahlt, weil das sind halt so schöne Sachen. Ne? Dann machen wir mal die Sachen, wo sie schrieb, zum Testen. So, Moment. Das ist hier in so einem Beutel. Und kippe ich mal neben mir aus. Da habe ich von Latéda den Great Outdoors Lush Greens and Woods. Da sind auch noch einige Stücken drin. Lustigerweise habe ich den auch hier. Also jetzt habe ich ihn zweimal hier. Na, gehst du auf. Das ist halt auch so ein leicht parfümiger, grüner, frischer Duft mit einer leicht holzigen Unternote. Hat aber auch was ganz Frisches und ja, den habe ich gerne mal hin und wieder an. Und jetzt habe ich Nachschub. Finde ich gut. Von Wachsmagie habe ich hier einen Custom Mix Mandarine Wellness Milk. Inspired by Muse. Buttermilch Juicy Mandarin. Da sind noch zwei Stücke drin. Und der riecht nach einer süßen Mandarine. Ich rieche auch den leicht milchigen Unterton, aber es soll ja wohl Buttermilch sein. Dass es Buttermilch ist, rieche ich jetzt nicht so wirklich. Aber ich nehme eine süße Mandarine wahr mit einem leicht milchigen Unterton. Ja, mag ich. Ich mag ja Mandarinendüfte sowieso sehr gerne. Den hatte ich noch nie. Und da freue ich mich, den mal auszuprobieren. Dann habe ich, oh, da habe ich am Anfang erst gedacht, Hilfe, was ist das? Von The Bathing Garden, Eggnog Pool Log Cake. Zwei Stücke drin. Und ihr seht das schon, es ist sehr gewürzig und es ist halt auch Eggnog und ich hatte ein bisschen Angst. Aber es ist kein Duft zum Angst haben. Also natürlich, der hat viele, viele Gewürze. Also jetzt in der Jahreszeit geht er noch gar nicht, aber so, im späteren Herbst oder in der Vorweihnachtszeit kann ich mir den gut vorstellen. Ich rieche jetzt auch nicht wirklich diesen Eierlikörpunsch, ne, diesen Eggnog. Ich rieche auf jeden Fall die Gewürze. Und das ist nicht nur Zimt, da ist auch einiges an anderen Gewürzen drin. Ja, vielleicht kommt der Eierlikör im Warmzustand. Mal schauen. Ich werde es testen, wie gesagt, Spätherbst oder im Advent. Ich glaube, da passt er dann ganz gut. Von Glamwax habe ich Glam Spa. Das ist auch komplett voll. Und der riecht sehr sanft. Aber ich habe mit Glamwax eh so meine Probleme, dass die meine Nase nicht wirklich gut erreichen. Leider. Es könnte schon was Spa-mäßiges sein, was ich hier rieche. Es ist was Sanftes. Was auch so ein bisschen beruhigend wirkt, obwohl jetzt kein Lavendel drinnen ist. Kann man sicher machen. Werde ich ausprobieren. Es ist nicht, dass ich den nicht mag. Es ist nur von allen Düften, glaube ich, tatsächlich der schwächste. Aber ich werde ihn testen. Dann habe ich hier von Butchens Wax Melts Mary Berry. Dann kommen wir raus. Und ich finde, dass der jetzt halt gar nicht so stark beerig riecht, nur so ganz sanft. Aber das kommt vielleicht auch erst im Warmzustand. Das war draußen, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber der Knall war draußen. Ich glaube, irgendwie bekommen Nachbarn das angeliefert. Ja, also wie gesagt, die Beeren nehme ich nur ganz, ganz sanft wahr. Und es hat so ein bisschen was Kühles. Mal schauen, wann ich den düftel.
Finde ich aber gut und ich mag Burchins Wachse eh sehr gerne. Von Sol Fragrances, der Christmas Bow, den hatte ich selber. Der war damals im Adventskalender im vorletzten Jahr. Glaube ich war das, ja, im vorletzten. Das ist so faszinierend. In der Duftbeschreibung stand irgendwas mit Lavendel und... Aber für mich riecht das irgendwie nach Peony. Ja, aber ich mag den. Werde ich auch gerne nochmal verdüfteln. Dann habe ich hier zwei Pröbchen von Scentsy. Einmal der Summer Holiday und einmal der Blue Coconut Beach. An diesen Pröbchen rieche ich meistens gar nicht so viel, wenn die schon oft benutzt wurden. Also schon viele Leute haben dran rumgerubbelt und gerochen. Nehme ich die oft gar nicht mehr so stark wahr. In der Lampe tun sie es aber noch. Deswegen rieche ich jetzt hier auch nicht so viel. Ich weiß, ich habe beide Düfte als Bar. Und ich mag auch beide. Aber ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie die rochen. Ja. Dann habe ich hier von Eule Creative Red Tea. Da sind zwei so dicke Blumen drin. Also zwei solche Blumen. Und der riecht sehr lecker. Ich muss mal schauen, ob ich den noch in diesem Sommer verdüftet bekomme. Ja, wahrscheinlich nicht mehr komplett. Der riecht unglaublich lecker, wie so ein Früchte-Eistee. Ja, mag ich. Dann habe ich noch mal Scentsy Disney Your Pal Mickey. Und das ist fast voll, das Bar. Und das riecht für mich nach Frühling. Da ist was Florales drin, das ist sehr frühlingshaft. Vielleicht ist auch eine Peonie mit drinnen. Oder ich bilde mir das ein wegen der Wachsfarbe. Aber für mich ist das was Floral-Frühlingshaftes. Ich hatte den Duft noch nie. Werde ich im Frühling sehr gerne testen. Und ist dann Neuland für mich tatsächlich. Und der letzte aus diesem Beutel ist Bubble Bath, eine Duftprobe von Wolf Raven Scents. Und die Firma kenne ich gar nicht. Das sind hier so vier so knopfgroße Kringelchen drin. Also so viermal. Und das riecht super angenehm. Ja, das riecht super angenehm. Das hat für mich was von Entspannung und Erholung. Ich weiß nicht, was es für Duftnoten sind. Ich kann die gerade nicht zuordnen. Aber für mich hat das was wohlig Entspannendes. Werde ich sehr gerne testen. Der kommt bei mir in die Herbstbox. Genau, und dann habe ich noch einen dritten Beutel. Das sind die neuen Melts, wie sie es genannt hat. Und das ist eine Tüte von Ice Flower. Magischer Herbst. Und da ist auch alles Eisflower drin, plus ein extra. So, Moment, ich kippe das erstmal aus. Das eine extra ist wieder Better Homes and Gardens, und zwar der Oceanside Flannel. So einen blauen Wachs. Da soll drin sein Sea Salt, Sea Mist and Driftwood. Abgebildet ist hier aber auch noch die Kokosnuss und hier Bernstein. Und der riecht parfümig. Der riecht kalt schon parfümig. Und ich finde, man riecht Sea Salt, Sea Mist eigentlich recht gut durch. Ne, komm heraus. Das Parfümige kommt sicherlich vom Bernstein. Driftwood. Ja, und was leicht Holziges ist da. Die Kokosnuss rieche ich kalt gar nicht. Vielleicht macht die das Ganze aber auch nur ein bisschen cremiger. Auf den freue ich mich. Den werde ich definitiv jetzt noch im Sommer andüfteln. Ob ich ihn noch ganz aufgebraucht kriege, wage ich zu bezweifeln. Denn ihr wisst, ich bin sehr, sehr saisonal, was Düfteln angeht. Und am Ende
einer jeder Jahreszeit freue ich mich dann immer schon auf die nächste Düfteperiode, die nächsten 3 Monate unter einem anderen Obertitel. Und bei mir fängt das pünktlich am 1. September an, dass ich auf die Herbstdüfte gehe. Und dann kommt er hier nicht mehr in die Lampe. Das heißt, ich habe jetzt nur noch 2 Wochen. Ich habe aber auch noch einiges an Sommerdüften übrig. Also ich bezweifle, dass ich ihn noch in diesem Jahr leer mache. Ihr werdet ihn wahrscheinlich erst nächstes Jahr im Sommer wiedersehen. Aber der ist schön, der gefällt mir. Ich liebe Better Homes and Gardens sowieso sehr, sehr, sehr. So, dann haben wir hier, jetzt kommt Iceflower. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Einmal, das war so ein Goodie, Pink Pecan Frosted Plum Cake. Den habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen. Und es gibt Leute, die sagen, der ist widerlich. Andere sagen, der ist zu dekadent. Also widerlich finde ich ihn nicht. Und ich sage auch gleich, es ist kein Maggi-Duft. Also da muss niemand Angst haben. Er ist süß. Und auch gebäckig. Und ja, wenn man am Popo riecht, hat er was Reichhaltiges. Ich glaube, dass der warm eine richtige Duftbombe sein wird. Ich rieche allerdings die Pflaume jetzt explizit noch nicht raus. Ich glaube, es ist Marshmallow mit drin. Weil der sehr süß und klebrig wirkt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke, ich werde ihn im Herbst ausprobieren. Genau. Den machen wir gleich zum Schluss. So, dann haben wir hier einmal das Schätzchen. Das ist der Glowing Autumn Woods. Steht da. In dem sind drinnen Lavender, Vanilla Cream, White Musk, Tonka Bean, Warm Powder, Fawn Leaves, Golden Nectar, Peach und Cinnamon. Und das klingt genau nach mir. Und Herbst. Genau. Nach mir und nach Herbst. Und der riecht kalt. So toll. Und übrigens, guck doch mal, wie der aussieht. Schön, oder? Und hier von der anderen Seite. Mit diesem Aufkleber da drauf. Das ist ein Herbstduft, aber... Und mit Cinnamon hat er auch schon Gewürz natürlich. Aber das ist jetzt keine Gewürzbombe. Also ich finde den jetzt noch zart im Gewürz. Das könnte schon Anfang Herbst gut gehen. Der riecht so schön. Ich freue mich so sehr auf die Herbstdüftelsaison. Der riecht so toll. Man riecht dieses Fallen Leaves raus. Man riecht die Vanilla Cream raus. Golden Nectar riecht man raus. Cinnamon, wie gesagt, riecht man raus. Es ist White Musk drin und ich bin gespannt, ob der ein bisschen parfümig wird. Ah, der ist schön. Glowing Autumn Woods. Mega. Und dann habe ich hier noch ein Clamshell. So rum. Das ist der Fall Lakeside Morning. Und hier ist jetzt die Schrift... Weiße Schrift auf hellem Grund. Lemon, Green Apple, Green Herbs. Da fängt es schon an. Peony. Ich glaube Birchwood. Autumn Leaves, Golden Nectar und Oranges, glaube ich. Es ist sehr schwer zu erkennen, selbst mit Brille auf der Nase. Und auch das hier ist ein super schöner herbstlicher Duft. Der ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, an der Seite mehrfarbig gegossen. Hinten weiß mit Herzen. Halt vorne so, ne? Und der ist ohne Gewürze. Also das ist ein herbstlicher Duft. Er hat auch ganz klar einen Herbstanklang. Aber das Ganze eben, so wie bei eben, bei dem war ja Cinnamon dabei. Das fehlt hier und das merkt man auch direkt. Ich finde ihn trotzdem super schön und nichtsdestotrotz ein sehr schöner Herbstduft. Auch ohne Zimt gehen richtig gute Herbstdüfte und das ist so einer. Ich freue mich da total drauf. Dann habe ich hier Cocoa and Lavender.
Ja, da ist Kakao drinnen. Ich zeige euch erstmal das Melk. Das ist nämlich auch sehr, sehr hübsch. Guckt mal, da ist ein Blatt. Und naja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein bisschen Glitzer. Und hier unten ist er in so einem zarten Orange, würde ich sagen. Drinnen ist Cocoa Powder, Zesty Bergamot, Eukalyptus, Lemon, Lavender, Sage und Jasmine. Und man riecht das Kakaopulver. Und ihr wisst es, ich bin... Was ist denn los heute? Hier fährt eine Sirene nach der anderen vorbei. Also ihr wisst es, ich bin nicht so der Kakaomensch. Also ich liebe Kakao zum Trinken. Nicht falsch verstehen. Ich liebe auch Schokolade zu essen. Ich bin nur nicht so der Fan von den Düften. Kakao geht bei mir, wenn es ein schöner, sahniger Milchkakao ist. Dann mag ich das. Hier ist es nur das Kakaopulver. Und man nimmt es, wie gesagt, auch sehr, sehr gut wahr, aber gar nicht mal unangenehm. Ich rieche auch die Orange durch. Nee, Lemon ist es, nicht Orange. Aber es hat hier einen orangigen Ton, vielleicht durch die Schokolade. Lavender rieche ich jetzt kalt, überhaupt nicht. Ich rieche auch den Eukalyptus nicht. Er hat einen frischen Anklang, es könnte aber auch durch die Bergamot sein. Ein spannender Duft. Ups, nicht fallen. Und ich bin sehr gespannt, wie der warm sein wird. Ich muss mal schauen, wann ich den düftel. Durch die Kakaonote glaube ich, dass es nicht Anfang Herbst sein sollte, sondern vielleicht ein bisschen später. Wenn der Herbst windiger wird, regnerischer, deutlich kühler. Ja, wenn es so der Schmuddelherbst wird, so Ende Oktober, November, ja, irgendwie so. Aber dann bin ich sehr, sehr gespannt auf den, weil der riecht nicht unangenehm. Und der letzte ist ein richtiger Klassiker, Zimtapfel. Ah, er stirbt gerade hier. So, der Zimtapfel, ne, komm raus. So ein süßes zweifarbiges Herz. Vorne weiß, hinten pink. Und riecht nach dem, was draufsteht. Nämlich nach Apfel und nach Zimt. Und damit super herbstlich. Ja, und sowas geht bei mir immer. Oh Gott, ich freue mich so. Und das war mein wunderschönes Ü-Paket. Also, ihr seht, ist leer. Liebe Susanne, du hast mir so, so eine Freude bereitet. Das glaubst du gar nicht. Zum einen war ich ja auf dieses Paket überhaupt nicht gefasst. Also ich wusste ja nicht, dass da was kommt. Und dann sind da so, so schöne Sachen drin. Ich freue mich über die Herbstdüfte von Iceflower. Ich freue mich auch über die Sachen, die ich mal antesten darf. Und natürlich freue ich mich über meine drei Lieblinge, die wieder da sind. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin begeistert. Genau. Ja, wie schaut es bei euch aus? Freut ihr euch auch schon alle auf die Herbstdüftelzeit oder sagt ihr, nö, ich bin noch gar nicht fertig mit Sommerdüfteln? Ich schon. Aber das ist bei mir immer so. Also ich habe ja für jede Jahreszeit wirklich 3 Monate und nach 2,5 Monaten ist es immer so, dass ich mich bereits auf die nächste Jahreszeit freue. Genau, und jetzt freue ich mich halt auf den Herbst. Kennt ihr irgendwelche dieser Düfte? Wenn ja, schreibt mir gerne eure Erfahrung oder eure Duftwahrnehmung in die Kommentare. Da freue ich mich sehr. Nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön an dich, Susanne. Und ja, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüssi!